So, wir haben ein bisschen Dörte dabei. Können wir direkt mal was auffüllen hier? Ansonsten sieht das Ganze ziemlich schäbig aus. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das jetzt hier auch schon direkt so. Dass wir hier mal hier nicht nur halbe Sachen machen, sondern auch mal ordentlichen Kram. So. Das mache ich jetzt aber auch erstmal nicht weg. So, haha. Machen wir doch wieder nur halben Kram. Dass wir hier ein wunderschön ausgebautes Straßensystem haben. So, komm, ich habe doch sicherlich noch ein bisschen, genau, einmal ganz schnell Power klicken, mit rechts geht das überhaupt nicht, mit links bin ich sehr viel schneller. So. Na komm schon. Ist ja schon gut. So, aber links nicht alle. Wir wollen das so ein bisschen so von wegen im Bau aussehen lassen, zumindest möchte ich das. Such dir eine Arbeit, Junge! Faulenz hier nicht rum! So, ich möchte nämlich diese auswärtigen Sachen, diese etwas aussätzigen, möchte ich so lassen, dass sie einfach nur so sind, wie sie sind. So, haben wir gleich unser Tropenholz auch wieder verbraten. Ich will das mal bis hier, wo kann man... Ne, da hinten könnte man das natürlich noch erweitern. Werden wir sicherlich auch irgendwann bei Zeiten mal machen, aber jetzt möchten wir erstmal hier diesen Weg bauen. Wir bauen einen Weg. Einen Weg! So, packe ich erstmal die Angel hier weg. Genau, es ist nicht gut genug. Und hoppa! So, binden wir das dann direkt mal von hier so an. Na komm, hier ist der Eingang. Hier sind die beiden Eingangstüren. Einen Platz lassen. Ein weiter. Nein, 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 nein. Durchrushen. So, es wird eine sehr bauintensive Folge. Wir haben in den letzten Folgen, glaube ich zumindest, wir haben zwar ein bisschen was gebaut, aber wir haben ja eher rumgedödelt. Und ich dachte mir, bauen wir einfach mal ein bisschen mehr. I'll get to build it again. Ja, ist ja okay. Ich kenne eure Sprüche langsam. Das Problem ist, die gehen mir langsam auch auf die Nerven und wir haben schon bald wieder keinen Schotter mehr. Wir haben ja vielleicht einen Verbrauch. Kein Wunder, wenn die Chunks abstürzen oder die Frames einbrechen. So, das ist komplett freie Musik. Die habe ich, glaube ich, so eine extra Erlaubnis dafür gekriegt, dass ich die benutzen darf. Fand ich ganz cool. So kann ich mich tarnen, wenn ich gerade weiterbaue. Ich habe keinen Schotter mehr. Ich habe keinen Schotter mehr. Also muss ich YouTube-Partner werden. Um Schotter vielleicht auch mal ein bisschen zu erben. So, okay. Schluss mit diesem Scheiß. Und, ja komm, das baue ich jetzt einmal hier komplett durch, denn wir wollen auch irgendwann mal da hinten zu unserem Schiff kommen. Ihr seht, ich finde dieses Tropenholz, auch besonders die Textur von dem Tropenholz, dass das ein bisschen unterschiedlich ist, sehr, sehr klasse. Und eine der wenigen, die das auch übernehmen, deswegen auch eine meiner, deswegen sage ich auch, werde ich wahrscheinlich mit dem Honeyball Texture Pack weitermachen. Ja. Außerdem zieht das dann nicht mehr so viel CPU. Denn das ist ja ein 256x256 Pack, was ich hier benutze und selbstständig geupdatet habe, deswegen gibt es auch keinen Download-Link oder dergleichen. So. Hätten wir das Ding auch gleich angebunden, wenn wir... Hab ich denn hier... Hab ich. Ach, ich freue mich schon auf die nächste Version. So, einmal kurz Speed klicken. So. Oh, das war ein bisschen so. Und oh, ich glaube, ich schmeiß mal gleich eine Pizza in den Ofen. Oh, ist das schön. Und zack.
Tada, jetzt müssen wir eigentlich hier, komm, hau ich hier nochmal unseren ganzen Dirt hin. Unsere alte Dörte. Gucken im Language Pack, wann ich mich da mal ransetze. Ich möchte gleich mal ein bisschen noch über der Kolonie fliegen, um mal zu sehen, wie das so aussieht, auch im Großen. Denn ich denke mal, wir haben da jetzt einiges richtig Gutes geschafft. Und auch richtig Gutes gemacht. Friedhof weiß ich nicht, der gefällt mir momentan noch nicht so, muss ich aber erstmal, glaube ich, dann wirklich mal ausprobieren. Oh, ich habe ganze zwei Dörte. Ja. So. Jetzt möchte ich einmal fliegen, eine Runde. Tada. So sieht das jetzt nämlich das Ganze im Überblick aus. Sieht auf jeden Fall schon mega gut. Also ich finde zumindest, dass es richtig gut aussieht, dass wir da einiges gemacht haben. Hier werden wir dann noch gleich das Holzteil ansetzen, da nicht. So. Und so, da haben wir schon einiges rausgerissen, unseren Kolonievorplatz gebaut, so, hier werde ich dann wahrscheinlich das dann doch wegreißen, weil das dann blöd aussieht mit zwei Holzteilen direkt nebeneinander. Ach ja, schon hier war hier so viel eingebrochen, als wir da was korrigiert, also als wir hier ein bisschen korrigiert haben, als da glaube ich Creeper explodiert sind. Need 8 Bündnis 90. Oh, er braucht grüne Wolle. Das ist bitter. Das heißt, er braucht noch. Das heißt, wir müssen gleich wieder ein bisschen Wolle für ihn holen. Ich möchte das hier aber noch eben weiterbauen. Hurra! So. Einmal hier so durchziehen. Wow. Zack. Hallo du, such den Arbeit. Ich meine, Steuern kannst du auch gerne gut zahlen, aber arbeiten ist besser. Zack. Ja, ja, ja. Komm, das lasse ich dann auch hier gleich offen. Ach, ich bin noch im Creative Mode. Ich Vollhorst. Deswegen haben wir auch keinen so ein Teil verloren. Ich bin ja mal wieder ganz gut drauf heute. Ach, ich Horst, ich bin ein Horst, ich bin ein Horst. So, komm, das ist unser Banker, deswegen kommt er direkt hier so nah ran. Auch wenn er wahrscheinlich eh Holzfäller oder sowas ist. So. Ah, sieht auch noch ein bisschen schäbig dann aus. Aber egal, lasse ich dann so. Ich habe gerade eben schon gefailt. Tut mir total leid, aber ich weiß es auch gar nicht mehr, was ich alles da schon angebaut, abgebaut habe. Zack, von daher reiße ich den Kram nicht nochmal neu ab und baue den neu. Zack. So, jetzt bräuchten wir natürlich noch ein bisschen, ja, Dreck. Ein bisschen Dörte. Sieht auf jeden Fall mega gut aus. Komm, jetzt packe ich das hier nochmal weg und packe da nochmal die beiden hin. Dann hat das Ganze noch mehr. So, also nochmal ganz kurz zu merken, das hier ist unser großer, toller Hauptplatz. Von hier sollen angeblich so die ganzen Tagesgeschäfte und alles verrichtet werden. Dann haben wir eben da hinten nochmal so ein bisschen die Leute, die arbeiten und sowas alles. Und haben wir hier so ein schönes Stadtsystem. So, dann müssen wir das hier auch nochmal eben wegklopsen. Haben gerade noch genug. So, das Problem ist natürlich, wenn die eine Tür aufmachen, stürzt mir der Chunk ab. Und egal, was ich irgendwie mache, stürzt mir der Chunk ab. Auch ein Grund, warum ich wieder runtergehen möchte auf einen 256, Quatsch, auf einen 64er statt einem 256er, weil dann auch sowas nicht mehr passieren kann, weil wir dann sehr viel mehr konstantere Sachen haben, ich die Chunk-Updates hochhauen kann. Denn man mag es kaum glauben, aber ja, sowas kostet auch Performance, so ein ziemlich hochauflösendes Texture-Pack. So, die Shrubs kommen dann auch mal schön weg. Ja, ja, du willst sowieso alles immer anders machen. So, hat noch ein bisschen mehr. Ja, und jetzt würde ich mal sagen,
holen wir ein bisschen Dirt und legen ein bisschen Kram ab.